Bismillah, liebe Geschwister im Islam, wir sind hier an der Weltuhr am Alexanderplatz. Und der Prophet a.s.w. hat gesagt, La yatrukullahu bayta madarin wa la wabarin illa adkalu hadhihi. Allah wird kein Haus aus Stein lassen, kein Haus, was wie ein Zelt ist, also ein Zelt für Nomaden, außer dass er diese Religion dort hineinbringt. Und der Prophet a.s.w., Allah sagt im Koran, sagt er, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Segensreich ist derjenige, ja, der seinen Diener mit dem Furqan, also mit dem Koran gesandt hat, um ein Warner für die Welten zu sein. Das heißt, wir müssen ein Warner für die Welten sein, wir müssen die Menschen warnen. Leider gibt es heutzutage einige Leute, die sagen, Warnung sollte man mit der Dawah nicht aussprechen, obwohl Allah hier in Surah 25 Vers 1 sagt, dass das eigentlich der Grund ist, warum der Koran herabgesandt wurde. Eine andere Sache ist, der man sich bewusst sein sollte, ist, was sind die Gründe, warum man in der Dawah scheitert. Ein Grund ist, dass man die Schuld immer bei sich selber sucht. Ja? Viele Brüder, es gibt einige Brüder, die fangen an mit der Dawah und dann wird das auf einmal kritisiert, dann wird auf einmal irgendein Detail im Islam kritisiert und dann suchen sie den Fehler beim Islam. Sie denken, ja, diese Sache, die passt ja gar nicht in die heutige Zeit. In der heutigen Zeit ist das nicht passend. Wie will ich jemanden in einer säkularen Demokratie davon überzeugen, dass es bestimmte Strafen gibt? Wie will ich jemanden in einer Welt, wo es sehr viele Atheisten gibt, von einer Hölle überzeugen? Und dann fangen sie an, immer mehr zu schmeicheln und immer mehr die Botschaft zu verdrehen, weil sie die Menschen eigentlich zum Islam einladen wollen. Das heißt, die haben eigentlich eine gute Absicht, aber sie haben eine falsche Herangehensweise. Und das ist das, wovor Allah uns schon im Koran warnt. Allah sagt, وَتْهُ لَوْ تُتْهِنُوا فَيُتْهِنُوا. Sie wollen, dass ihr schmeichelt, sodass sie schmeicheln. Wie sollen wir aber reden? Wir sollen die Wahrheit sagen. Weisheit bedeutet nicht, dass man schmeichelt. Weisheit bedeutet nicht, dass man die Wahrheit verschweigt. Sondern Weisheit bedeutet, die Wahrheit auf eine Art und Weise rüberzubringen, dass die Menschen es verstehen und dass man argumentativ auch klar macht, warum der Islam die Wahrheit ist. Beispielsweise sagt Imam Shawkani, Fatl Qadir, zum Vers in Surah 16, Vers 125, Udu ila sabili rabbika bil hikma. Rufe zum Weg Allahs mit Weisheit. Er meint, was mit Weisheit gemeint ist, ist Hujja Muqni'a. Das heißt, Hujjaj Muqni'a, das heißt, überzeugende Argumente. Imam Tabari sagt zu dem Vers, Surah 16, Vers 125 und 126, Udu ila sabili rabbika bil hikma, rufe zum Weg Allahs mit Weisheit. Er meint, damit ist gemeint mit Weisheit, hier in dem Vers, ist gemeint mit Koran und Sunnah. Und nicht mit Schmeichelei, nicht mit Verdrehen der Botschaft, denn dann hast du schon den Anfang des Verses gar nicht mehr erfüllt, weil der Anfang des Verses sagt, rufe zum Weg deines Herrn. Der sagt, ich rufe zu deinem Weg, rufe zum Weg von Jimmy Carter, rufe zum Weg der Demokratie, rufe zum Weg von Abraham Lincoln, rufe zum Weg deines Herrn. Da kann man nicht zu rufen, wenn man etwas ganz anderes propagiert. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist, diesbezüglich, ist, dass wir wissen müssen, was unser Maßstab in der Dawah ist. Unser Maßstab in der Dawah ist Koran und Sunnah. Unser Maßstab ist nicht die säkulare Demokratie, weil irgendetwas nicht mit den Regeln von XY übereinstimmt, ist unsere Botschaft falsch. Und deswegen fangen wir an, unsere Botschaft zu verändern. Es ist sogar so, dass das eigentlich das Ziel sein muss, dass man den Menschen klar macht, dass der richtige Maßstab der Koran ist. Denn es gibt vier Säulen in der Dawah mit Nichtmuslimen. Erstens, überzeugen, dass es einen Gott gibt, dass man jemanden überzeugt von der Existenz Gottes. Zweitens, dass man jemanden überzeugt, dass Gott einer ist. Drittens, dass man überzeugt, dass der Koran das Wort Gottes ist. Viertens, dass man überzeugt, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Wenn man das überzeugt, wenn man davon jemanden überzeugt hat, dann ist er ein Muslim. So. Es ist mir beispielsweise mal passiert, bei einer Rede in Thüringen, da kam ein Student zu mir und er meinte zu mir, ja, es gibt da
die Charter von XY und in Genf oder irgendwo. Da ist man zu dem Entschluss gekommen, dass die Gesetze des Korans und der Sunna nicht mit dem übereinstimmen, was die universalen Menschenrechte der Charter XY und so weiter sagen. Ja? Die meisten Muslime, denen man das sagen würde, die würden dann sagen, diese Leute, die das gesagt haben, die kennen den Islam nicht. Und diese Leute, die das gesagt haben, nee, das stimmt ja gar nicht, sondern der Islam stimmt damit überein und stimmt damit überein. Wenn du so argumentierst, kommst du in eine Spirale der Rechtfertigung. Du machst damit einen riesengroßen Fehler. Du gibst ihm das Gefühl, der Islam ist erst richtig, wenn er zu deinem System passt. Was habe ich zu ihm gesagt? Und 99,9% der Muslime hätten anders geantwortet, hätten gesagt, meine Antwort war völlig unweise gewesen. Ich habe zu ihm gesagt, unser Maßstab für die Wahrheit ist nicht die Charter XY der Menschenrechte so und so. Unser Maßstab für die Wahrheit ist Koran und Sunna. Der Koran ist unser Maßstab und alles, was dem Koran widerspricht, ist falsch. Viele werden sagen, das ist unweise. Ich sage, das ist weise. Warum? Weil jetzt bin ich mit ihm auf meinem Spielfeld. Jetzt mache ich Dawa mit ihm. Davor ist er mit mir auf seinem Spielfeld. Ich muss ihm beweisen, dass der Koran nach seinem Maßstab richtig ist. Und ich komme in eine Spirale, die nie endet. Ich bin mich nur noch am Rechtfertigen. Aber jetzt bin ich auf meinem Spielfeld. Wenn Michael Jordan mit Diego Maradona Fußball gespielt hätte, hätte Michael Jordan keine Chance gehabt. Wenn Diego Maradona mit Michael Jordan Basketball gespielt hätte, hätte Diego Maradona keine Chance gehabt. Ja, man muss auf seinem Spielfeld spielen. Was wird er jetzt sagen müssen? Was ist jetzt das Einzige, was er sagen kann? Er kann sagen, ich glaube nicht an den Koran. Jetzt bin ich bei der Dawa. Jetzt sage ich zu ihm, guck mal, der Koran ist das Wort Gottes aus Grund A, B, C, D. Das heißt, ich bin bei meinen vier Säulen der Dawa nicht Muslim. Existenz Gottes, Einheit Gottes, Glaube an den Koran, Glaube an den Propheten. Und alles andere ist drumherum Gequatsche, womit wir nur unsere Zeit verschwenden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.